Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Film Talk des Grauens. Heute besprechen wir den 1994 erschienenen Erotik-Thriller Geißel der Lust, im Original auch bekannt als Possessed by the Night von Fred Olen Ray. Und was gibt es zu dem Film inhaltlich zu sagen? Also die Hauptfigur ist ein Romanautor, der gerade an einem Buch schreibt und lebt mit seiner Frau zusammen in so einem netten Haus. Und eines Tages findet er beim Rumhängen in so einem kleinen mysteriösen Shop in Chinatown so ein merkwürdiges also ein merkwürdiges Objekt in einem wie sagt man dazu? Glas. Ja, in so einem Einwegglas quasi. Also das ist wie so eine Art, In Formaldehyd. genau. Also wie aus so einer alten Freakshow von einem Zirkus, irgendwas, eine komische Mutation, so was Glibbriges, da ist so ein Auge drin, aber du kannst nicht genau sagen, was quasi dieses Körperteil, was das umgibt, wo das herkommt oder was das ist. Auf jeden Fall ein ganz ekliges Ding, was den Autor, Howard heißt er, sofort in seinen Bann zieht, und er kauft es dann halt diesem Shopbesitzer da ab, geht dann damit nach Hause, und wie sich herausstellt, übt dieses Objekt entwickelt natürlich auch ein Eigenleben und übt eine merkwürdige hypnotische Kraft aus auf die Leute, die sich damit umgeben, und verwandelt sie in, sag ich mal, triebgesteuerte Wesen, sowohl in der sexuellen Hinsicht als auch was die Gewaltbereitschaft betrifft. Und dann haben wir halt noch so ein paar Subplots von Parteien, die außerhalb des Hauses auch irgendwie mit dem Autor und seiner Frau in Kontakt kommen, zum Beispiel der Agent, der quasi dieses Buch unbedingt vorantreiben will, an dem der Howard gerade arbeitet, weil dieser Agent halt so ein Spielproblem hat und große Schulden angehäuft hat und ihm so jemand im Rücken sitzt, der ihn quasi bedroht und sein Geld zurück will. Und er schleust dann eine vermeintliche Sekretärin sozusagen ein in das Haus von Howard, die ihm helfen soll, das Buch schneller fertigzustellen, aber was sie eigentlich tun soll, ist ein altes Manuskript, was er gar nicht veröffentlichen sollte, da zu finden, was er dann auch noch verscherbeln kann, um schnell Kohle zu machen. Und dann wird auch noch ein bisschen diese Story von dem Schuldeneintreiber beleuchtet, was halt so ein junger, cooler Typ ist, der eigentlich aus dem Geschäft aussteigen will, aber es funktioniert nicht so wirklich, weil er halt Verpflichtung hat gegenüber seinem Boss. Und am Ende kulminiert es dann in diesem Haus von Howard und seiner Frau. Wie heißt die Frau? Carol? Peggy. Peggy, genau. Carol ist die Assistentin. Assistentin, die dann auch unter dem Einfluss des mysteriösen, wie sollen wir das eigentlich nennen jetzt im Verlauf? Wesen. Glibberwesens, sagen wir mal so. Ja. Wird dann da auch sehr. Letzten Endes führt es dann zu so einer Situation, wo sie dann also das Paar als Geisel nimmt, als Sexgeiseln sozusagen. Ja, und so ist es halt eine etwas, es klang jetzt vielleicht ein bisschen verworren, aber im Grunde genommen ist der Film eigentlich relativ ökonomisch erzählt, springt halt manchmal zwischen den Schauplätzen und den Figuren, aber soweit eigentlich nicht unübersichtlich zu folgen. Ja. Gut zu folgen, ja. Ja, würde ich sagen, es war schon etwas elaborierte Inhaltsbeschreibung, und besprechen wir einfach mal, ne, wie wir den Film so fanden.
Ja, also wollen wir dann in den Kritikteil einsteigen? Würde ich sagen, ja. Ja, also ich würde gerne anfangen, wenn du nichts dagegen hast. Gerne. Ja, also ein Film wieder mal aus der Erinnerung raus, den man nochmal schauen wollte, damals so im Fernsehen entdeckt, abends so bei den Streifzügen, die man so gemacht hat, um auch mal in den Genuss etwas ja, Erotik zu kommen. Und hier haben wir ja so einen Vertreter, der die Erotik verbindet mit so einem, wie du es schon meintest, so ein ekelhaftes Glibberwesen. Und mir sind die beiden Aspekte besonders im Kopf geblieben und haben mich auch wirklich nie komplett losgelassen. Und dazu muss man sagen, wir haben den Film gemeinsam diesmal geschaut. Also als so eine bisschen Ausnahme, weil wir die sonst getrennt schauen. Und der Film hat wirklich auch so eine Art, so eine Ekelwirkung auf jeden Fall immer noch aufrechterhalten können. Das war mir wirklich unangenehm, bei den vielen Szenen mit dem Glibberwesen dann oft zuzuschauen. Ja. Weil das ja auch ziemlich gut gemacht ist. Der Film Ja. hat zwar ein geringes Budget, aber die Ja. haben sich da schon, also erstens im Design Mühe gegeben, weil du kannst gar nicht genau einordnen, Ja. was das ist so. Und dann hast du aber auch die Beweglichkeit, also das pulsiert dann teilweise und blubbert Genau. so vor sich hin in dem Glas. Genau, also mal das Gefühl, dass es jeden Moment aus dem Glas ausbrechen könnte. Ja. Und man weiß nicht genau, es ist ein Gehirn, es ist eine Art Muskelgewebe, dann halt dieses Auge, dann das Pulsieren, Es sieht ja die teilweise auch Stränge, aus die wie ein unten dran. Geschlechtsteil. Das ist ganz komisch. Also es Ja, ist das irgendwie. ist eins wirklich der erinnerungswürdigsten Designs, die ich generell, sagen wir mal so, im Filmbereich kenne. Ja. Also hat der Film wirklich sehr gut gemacht, das geringe Budget da kreativ zu nutzen und auch filmisch eben einzusetzen. Ja. Und für dich ist es natürlich auch Albtraummaterial, weil du ja vor diesen Zyklopenwesen, Ja, das haben wir ja schon mal in genau, wir hatten es ja unserer. in einer früheren Sendung mal erwähnt und es ist auch hier eine gewisse Mutprobe gewesen, also nicht zusammen Erotikfilm zu schauen, aber sich dann mit diesem Es hat halt nur ein Wesen Auge, ne? konfrontiert zu sehen, ja, und natürlich Asymmetrie hoch 10. Ja. Ich hatte es teilweise halt ein bisschen amüsiert, wie du dann zusammengezuckt bist, ist ja klar, aber ich fand es schon auch eklig. Also, das muss man schon klar sagen, dass dieses Design doch echt unter die Haut geht und sicher auch in anderen Filmen mit höherer Budgetklasse sehr gut aufgehoben gewesen wäre, so vom Eindruck her. Ja, klar. Generell bei dem Film ist ja auch krass, dass ja, so dieser Genre-Mix, du hast es gerade schon angesprochen, ist, hast halt die Erotik-Komponente und dann dieses Horror-Ding. Aber der Film hat ja auch so Crime-Plots, also so ein bisschen die, ich weiß nicht, es ist halt irgendwie so ein Film, wo man das Gefühl hat, alles, was da passiert, richtet sich irgendwie an ein Erwachsenenpublikum und unterhält eben auf verschiedenen Ebenen und bedient die, sag ich mal, niederen Instinkte so. Das fand ich halt nice an dem Film, diese also es hat irgendwie es ist so eine verloren gegangene Art so von Filmunterhaltung, weil da kein Element drin ist, was in irgendeiner Art und Weise infantil wirkt. Und auch die Witze zum Beispiel, die der Film macht, die sind irgendwie so ein bisschen erwachsener. Es gibt ja manchmal so kleine Gags, manchmal haben die was Slapstickhaftes, aber die haben immer irgendwie so was Fieses. Weißt du? Und daran merkt man halt auf jeden Fall, dass es so ein, sag ich mal, Relikt aus den 90ern ist. Weil solche Filme würden ja heute eher nicht gedreht werden, beziehungsweise wenn, dann würden die sich dann auf eine Nische sozusagen festlegen. Also die 90er waren ja tatsächlich für mich so eine Phase, wo ich durchaus einige dieser Erotik-Thriller gutiert habe, in dem Fall, weil zwei der besten Dinge zusammenkommen, eben Sex und Gewalt. In dem Fall, die haben ja auch bei dem Film hier, dass es mal so Prügeleien gibt, die Die übrigens eingeschoben auch werden. krass gut gemacht sind Ja, eigentlich, also ne? mit dem geringen Budget dann mehrere Akteure so im Bild. Mit einer guten Kampfchoreografie, wo man sagen könnte, okay, es ist halt ein Erotikfilm, man verschwendet darauf keine Zeit. Aber wir haben ja auch eben bei solchen Szenen so eine Kunstfertigkeit oder auch manchmal im Schnitt,
dass in einer Szene gezeigt wird, dass ein Kühlschrank irgendwie aufgemacht wird, im nächsten Moment die Tür zum Büro. Da Ja. merkt man halt auch so eine Kunstfertigkeit bzw. Sorgfalt. Also der Film ist handwerklich sehr nice auf jeden Fall. Ja, und wie du auch schon gemeint hast, es gibt so viele Elemente in dem Film, die grundsätzlich sich eher an ein wachsendes Publikum richten. Ich hatte auch bei dem Film so ein bisschen das Gefühl, dass man so eine Art Tales from the Crypt-Episode guckt, die Stimmt. lang, also länger gezogen ist. Wir haben dieses MacGuffin-Ding, so in dem Fall dieses Jar-Ding oder dieses Glibberwesen Ja. und dann eben das, was sich drumherum eben ergibt. Nur halt ohne diesen, sag ich mal, moralischen Aspekt. Klar. Das Geile ist halt bei dem Film, dass Klar. das jetzt nicht weiter thematisiert wird, womit die das dann verdient haben oder so. Ja. Und es im Grunde genommen auch nicht wirklich ihre Schuld ist, weil dieses Wesen halt so machtvoll ist, dass jeder Mensch in seinen Bann gerät, ob er jetzt ein gutes oder ein schlechtes Herz hat. Ja. Scheißegal. Und das war Das ist halt halt auch. dieser Zufall. Genau. Ja. Ja, das ist dann einfach. Ich meine, man kann jetzt sagen, okay, man guckt halt so einen Soft-Sex-Film und hier haben wir, dass die Szenen, finde ich, schon erregend sind. Ja. Also gut gemacht. Man hat auch die 90s-Ikone eben Shannon Tweet Genau. bei dem Film Die eben drin. spielt die Sekretärin Schrägstrich Ich, Spionin ja, also, Schrägstrich Geiselnehmerin. genau, Schrägstrich Assistentin, also die ist quasi der Busybody des Ja. Films. Wobei die auch relativ spät tatsächlich erst auftritt. Ja klar, aber dann Top Billing kriegt, weil sie die größte Star Power Und die größten Brüste. ja, natürlich eben hat. Ja. Aber ja, das ist einfach. Aber ey, aber ich finde eigentlich würde ich nicht mal sagen, dass das ein Softsex-Film ist primär. Weil ich meine, Er klar, hat Elemente drin, das klar. Thema, es dreht sich immer irgendwie um dieses, diese Triebhaftigkeit, der nachgegeben Ja. wird und dann auch diese Abgründige so. Aber es gibt gar nicht so viele Sexszenen. Die, die es gibt, sind auch auf jeden Fall angenehm schauwertlastig, sage ich mal. Also der Film ist jetzt nicht zugeknöpft oder prüde. Ja. Aber es dreht sich schon eher so um diese Grundbedrohung von diesem Glibberwesen, was die Leute in seinen Bann zieht und ist ja auch außerhalb dieser Sexkomponente so. Ja, klar. Und dann verbringt man ja auch relativ viel Zeit zum Beispiel mit der Figur dieses Schuldeneintreibers, der halt auch so seine eigene Story hat und am Ende dann halt in diesem Haus auftaucht. Aber man fragt sich dann auch lange Zeit, okay, was hat der jetzt damit zu tun? Und seine Geschichte ist tatsächlich auch nicht uninteressant, vor allem dieser Konflikt mit dem Boss, den er hat und dass er eigentlich aufsteigen will, aber auch gleichzeitig sich ihm verpflichtet fühlt. Aber ich würde schon sagen, dass es so eine gute Hälfte eigentlich so der Erzählzeit vielleicht einnimmt, Ja. dieser Plot. Und da gibt es ja eigentlich überhaupt keine Sexszenen, glaube ich. Also das passiert dann nur in dem Haus mit Howard und seiner Frau und halt der Sekretärin. Ja, stimmt schon. Insofern, es ist irgendwie so ein Bündel an Erwachsenen-Unterhaltungsingredienzien, kann man sagen. Natürlich auch mit einer gewissen Ironie serviert, aber halt nicht so, dass man sagen würde, dass der Film was Parodistisches oder was Satirisches hat. Was ich halt überraschend fand, weil von Fred Olen Ray kannte ich halt nur diese Filme, die sich so. Kennst du das, die Filme, die versuchen auf Krampf so ein Kultfilm zu werden, indem sie Ja. sich über sich selber und andere Filmgenres lustig machen? Klar. Sowas mag ich ja normalerweise halt überhaupt nicht. Und ich hätte das jetzt bei dem Film erwartet, weil die Prämisse klingt halt einfach schon so Klar. trashig, sage ich mal. Aber der Film setzt es dann halt irgendwie so cool und stylisch um. Ja, deshalb war ich auch ein bisschen schockiert, dass Fred Olen Ray den Film eben gemacht hat, weil das, was ich von Fred Olen Ray kenne, wie eben Skypes. Also eben Horrormüll, Ja. dilettantisch gemacht, um so auf dieser Slasher-Welle zum Beispiel zu schwimmen oder ähnliches. Und hier einen Film zu sehen, der so eine Kunstfertigkeit an den Tag legt, beziehungsweise bewusst so ambitioniert mehrere Elemente eben verbindet. Das hätte genauso gut ein nur einfacher Softsex-Film sein können. Oder nur so ein Crime-Film. Oder nur so ein Crime-Film und hier in dem Sinne das groß auffährt.
schon überraschend gewesen, auch im Film selbst, dass es manche Plot-Twists gibt, die wir jetzt nicht unbedingt verraten wollen, aber die uns persönlich also überrascht haben, wie No. die Handlung dann eben vorangebracht wird. Nicht unbedingt so, wie man sich das ausmalt. Und das ist oft ein Zeichen Ja. einer gewissen Qualität, dass man erkennt, was der Zuschauer antizipiert und dann das eben bricht. No. Wobei es auch oft darauf ankommt, ob das quasi dann im Nachgang noch Sinn macht, wenn man drüber reflektiert, oder halt aufgepfropft wird. Und bei dem Film ist es so, dass es auf jeden Fall Sinn macht. Also es ergibt sich auch irgendwie aus der Figurenzeichnung natürlich. Und ja, da waren ein paar echt geile, überraschende Wendungen dabei, wo ich wirklich nicht schlecht gestaunt habe. Also irgendwie auch die Vorstellung, dass, ich meine, keine Ahnung, wie viel Zeit die sich nehmen konnten für diesen Filmdreh oder die Produktion. Aber du hast halt dieses Drehbuch und der Film ist auch relativ gut geschrieben, so von den Dialogen her, ist alles recht pointiert gemacht. Nimmt es nur auf. Und dann die Vorstellung, wie sich dieses Team dann hinsetzt und sagt, okay, wir machen das jetzt und sich dann halt wirklich bei diesen Details dann die Zeit nimmt und dann hier machen wir den Anschluss so und so, obwohl das sich eigentlich schon über diese Inhaltsbeschreibung und das Videocover verkaufen würde und die auch wissen, also hätten wissen müssen, das verkauft sich eh oder es verkauft sich nicht, unabhängig davon, wie gut oder schlecht der Film ist, weil das ist nicht der Film, den du in dieser Ära dann all deinen Freunden und Familienmitgliedern weiterempfehlst, das guckst du quasi mit so einem, sag ich mal, gewissen Grad vielleicht an, nicht Scham, aber du weißt, was ich meine. Ist halt so ein kleines, schmutziges Das Videofilmchen, was man sich mal gönnt, so. ist kein Film, den man halt in einer großen Gruppe bespricht, Genau. aber Und der Film. trotzdem haben sie sich so viel Mühe gegeben, es dann so geil zu gestalten und das mag ich halt total an dem Film. Ja, wenn vor allen Dingen auch, wir reden ja oft oder besprechen ja oft in Sleaze-Filme, die ja schon per Definition so abseitig sind und darin aber diese Kunstfertigkeit zu erkennen. Oder den Anspruch, der dahinter ist, so eine handwerkliche Qualität auch abzuliefern. Das ist immer so ein Punkt, Das wo ich dann eine begeistert. besondere Dankbarkeit Ja. entwickle und dann eben auch wirklich mitgerissen werde von Genau. so einem Film. Ich liebe das einfach, wenn Filmemacher, und gerade in dem Bereich ist es ja so, mehr machen, als sie eigentlich machen müssten. So. Das mag ich total, Ja, ja. und hier haben wir es gleich auf mehreren Ebenen, handwerklich, inhaltlich. No. Selbst die Schauspieler sind durchaus passabel. Also klar, sind ein bisschen hölzern. Aber nee, Ja. es ist aber nicht dilettantisch. Nee, Also es das meine ich ist nicht. auf jeden Fall ist schon gut gemacht so. Ja, und wir haben ja auch nicht die völlig unbekanntesten Gesichter. Wir haben ja Ted Pryor, der den Autor spielt. No. Der bekannte ja ist aus Deadly Prey. Was objektiv gesehen ein viel, viel schlechterer Film ist als der Und hier. aber deutlich bekannter. Deutlich bekannter und ich finde ihn aber, ich mag den Film auch, aber ich fand den jetzt auch nicht so krass unterhaltsam im Vergleich jetzt hier zu Geißel der Lust. Also es war einfach ein nicer, kleiner Film, der natürlich so ein Flashback sozusagen war in so eine vergangene Kino- bzw. Film-Ära. Und aber für mich auch wieder so ein bisschen dieses Bedürfnis, glaube ich, so ein bisschen wiederbelebt hat, da vielleicht mal noch mehr zu entdecken in dem Bereich. Also vor allen Dingen, was für mich so diesen Erotik-Thriller-Bereich Genau. angeht, also Ja, diese so, oder Verbindung so von Sex und Story halt, aber im 90er-Kontext, wo alles so ein bisschen gelackt und stylisch ist, so. Also nicht dieses ganz sleazige, was wir auch oft gerne besprechen, diese 70er- und 80er-Sachen, die halt richtig schmutzig sind, sondern schon mit so einer gewissen Ästhetik, die so an, wie soll ich das sagen, an so, ja, die schon was leicht Glamouröses hat, vielleicht kann man sagen. Ja. Ja, also die großen Erotikfilme oder Erotikfilme der 90er, so Basic Instinct oder so, die haben mir schon lange eben ins Herz geschlossen.
Ja. Und eben auch sowas dann im Direct-to-Video-Bereich, was ja der Film eben in dem Fall ist, Possessed by the Night oder eben Geißel der Lust. Ja. Ja, das ist einfach Du meintest ja, dass eine schöne die, Sache. wie heißt die Darstellerin nochmal von Shannon Tweed. Shannon Tweed, dass die eine ganze Reihe von. Die hat in den 90ern, ja, stand die in diesem Direct-to-Video-Bereich, vor allen Dingen was in diese Sex- und Crime-Sachen geht, relativ weit oben. No. Viele Titel mit ihr, wie sagt man so, als Top-Billing-Star oder No. Top-Bild-Star. No. Und das ist eben einer davon. Vielleicht sollte man sich da so ein bisschen langhangeln, erstmal so an ihrem Oeuvre und dann gucken, was vielleicht man auf irgendwelchen Listen oder so finden kann, was die empfehlenswerteren Filme sind oder wenn nicht einfach nach den Titeln gehen. Ja, No. also das wäre auf jeden Fall spannend, auch nochmal in diese. Weil ich kenne gar nicht so viel aus der Zeit, was Ja, jetzt nicht aus also dem Mainstream-Bereich klar, kommt. also hier und da natürlich so Softsex-Sachen, die damals eben so, ja, so bei privaten Sendern oder so liefen im Fernsehen. Und dann eben, oder manche, die so irgendwie so Virtual Reality-Sachen eben hatten oder sowas. Und dann eben aber hier auch mal sowas. Mit so einer Art Horror-Aspekt. Ja, das wäre auf jeden Fall, denke ich, sehr lohnend, auch nochmal da reinzuschauen. Und auch so einen Film eben vor dem kompletten, ja, wie sagt man, vor der kompletten Vergessenheit so zu bewahren. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Film, den heute nicht wirklich noch jemand Ja, in und für mich Erinnerung halt hat. auch, weil, also ich habe ihn vor allen Dingen in Erinnerung gehabt, Ich wegen hätte auch diesen nie, kuriosen, genau, ich hätte, kuriosen Aspekt eben genau, hatte, diesen Glibberwesen eben, genau, ja. ich hätte auch nie von dem Film, bin ich mir ganz sicher, jemals gehört, wenn du mir nicht erzählt hättest, boah, da gibt es so einen Film, den habe ich als Kind mal gesehen, mit so einem Ja, Auge im Glas und ja. dann, Der hat dieser das. Albtraumaspekt so ein bisschen, Genau, ja. aber halt auch so in Verbindung dann mit diesem Sex-Ding, das ist wie so eine Art Sex-Dämon, die, weißt Ja. du, so, das war einfach, die Prämisse war schon so geil, Ja. dass man sich das einfach merkt so, aber ich hätte jetzt, wäre anderweitig nie auf den Film Ja, gestoßen. und was halt eben auch so schön ist, dass er in diesem 90er-Kontext das auch so in so einem Erotik, in so einer Erotik-Thematik münden kann, wenn wir heute Gegenstände haben, die irgendwie, ja, so, wir haben halt so Dolls oder ähnliches, das ist immer alles komplett sexlos und es geht immer nur, oh, das ist irgendwie ein Thema von Besessenheit oder Dämonen und keine Ahnung, halt dieses nur Horrorlastige so. Und hier haben wir dann noch ein bisschen dieses Saftige. Ja. Daran, heutige Horrorfilme sind zum Teil so, Ja, es ist. so sexlos, so. Ja, all diese Stoffe sind halt darauf ausgerichtet, quasi das So brav in der größtmögliche Hinsicht. Zielpublikum zu Ja. erreichen. Und größtmöglich Sag mal, heißt die Gruselkino. ganze Familie letzten Ja, Endes. PG-13 Aber Horror so. so ein Geißel der Lust guckst du jetzt nicht unbedingt mit deiner Familie so. Weißt du? Das Ja. ist halt so ein. Ja, das mag ich halt einfach, diese Erwachsenenfilme so. Ja, und vor allen Dingen Das ist eine halt, Seltenheit ja, und geworden. diese Verbindung mit Horror und Sex ist oft dann nur in Verbindung mit diesen Torture-Porn, Sachen so ein bisschen. Oder halt Leute irgendwie so gefangen halten. Aber ja. Ja, Sex selber als Horror, so, das geht. Aber Klar. quasi diesen Schauwert, dass es erotisch ist und du gleichzeitig noch Horrorelemente hast, ist Ja. verboten sozusagen. Also, ja. Also so. Heutige Horrorfilme sind doch sehr zugeknüpft. Ja, der Film hatte definitiv auch was Hedonistisches in der Hinsicht, kann man sagen. Ja. Ja. War schon nice. War auf Ja. jeden Fall ein cooles Ding Eine so. kleine Perle. Ja. Also von uns eine klare Empfehlung. Eine klare Empfehlung. Und ja, auch mal schönes Wiedersehen, obwohl es mich dann doch ein bisschen gegruselt hat, teilweise ich nicht weggeschaut habe, als mir schon ein bisschen unangenehm war. Und ich musste genau in der einen Szene, wo man dieses verdrehte, pulsierende Auge in Großaufnahme sah, musste ich natürlich Pause drücken. Ja. Und du musstest es dann minutenlang ertragen. Ja, es hat zu keinem Trauma geführt oder ähnlichem, sondern es war nur ein bisschen Unwohlsein dabei. Ja, ich meine, wir haben ja auch noch
Terror Vision vor uns. Terror Vision ist Opus Magnum des, Der Angst. ja. Ja. Aber wenn das geschafft ist, dann ist der Weg frei für neuen Horror. No. Ja. Jo. Das fällt mir eigentlich gar nicht mehr ein. Vielleicht noch, dass Henry Silver mitspielt, der ja durchaus in Western und ähnlichen Filmen oder in Ghost Dog mitgespielt hat. Den ich übrigens nie gesehen habe. Da hat dort hier eine kleine Rolle als der Gangsterboss des ja, Geldeintreibers. Ja. Auch nicht die unbekannteste Persönlichkeit, dass man zumindest so ein Gesicht dazu ordnen kann. Also der Also in vielen Italo-Sachen auf jeden Fall in Talos mitkommen. Sachen zum Beispiel, Der Teufel führt Regie, glaube ich. Ja. Ja. Und natürlich auch mit einem Gastauftritt von Fred Olen Ray höchstpersönlich als Kellner. Ja. Ja, den hätte ich nicht erkannt, aber du meintest ja, du hast schon mal Ja, Bild von dem gesehen. kennen so ein, zwei Fotos von ihnen, wo er, glaube ich, eine Zigarre hält. Aber ist ja auch das Markenzeichen von Meisterregisseuren. Stimmt, wenn Regisseur was auf sich hält, muss er auf jeden Fall Cameos in seinen eigenen Filmen absolvieren. Das ist ganz wichtig. Ja. Daran erkennt man meistens auch die Regisseure, die wirklich ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Genau. Ja. Ja, nee, ich würde sagen, damit ist unsere Pflicht auch getan, den Film für die Nachwelt in Festen. Erinnerung zu halten, sozusagen. Das ist ja ganz wichtig, ne? Weil, ich meine, stell mal vor, wir wären jetzt die letzten Menschen, die den Film gesehen hätten und würden niemandem davon erzählen. Ja, es gibt manchmal Filme, da hat man Da das hat man das Gefühl, Gefühl, die sterben mit einem so. die komplett so in Vergessenheit geraten. Hier und da. Das ist ja uns auch ein bisschen Anliegen, Filme zu besprechen, die vielleicht nicht unbedingt so bekannt sind. Aber Ja. ich denke, da werden auch noch weitere in Zukunft folgen, die eher unbekannt sind, aber trotzdem lohnenswert zu schauen. Auf jeden Fall, ja. Weil Ja. darüber freut man sich auch meistens Ja. am stärksten, weil man da halt auch nicht die größten Erwartungshaltungen Klar. dran hat. Aber bei Filmen, wo man schon vorher denkt, okay, das muss so und so aussehen, damit ich es dann auch gut finde, da ist es dann natürlich schwieriger, davon noch begeistert zu werden. Und das ist das Geile, wenn man sich quasi im vermeintlichen Bodensatz der Filmkultur suhlt und da so nach Perlen sucht, so wie wir, oder auch nicht nach Perlen sucht, sondern einfach alles mitnimmt, da Ja. gibt es immer wieder die größten Überraschungen. Also es ist ganz krass. Ja. Ja, Okay. würde ich sagen, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Sendung, ne? Ja, vielen Dank.